Ja, herzlich willkommen zum 17-15 Kolloquium der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Noemi Amann und ich freue mich sehr, dass wir heute das erste Mal seit 2 Jahren wieder ein Kolloquium gemeinsam hier vor Ort durchführen können. Wir haben uns aber dazu entschieden, die Veranstaltung auch als Livestream anzubieten, sodass auch weiterhin Personen teilnehmen können, denen es nicht möglich ist, vor Ort zu sein. Und auf diese Weise verbinden wir hoffentlich die unterschiedlichen Möglichkeiten, welche die analoge und die digitale Welt bieten. Jetzt habe ich von unterschiedlichen Welten gesprochen und Gegensätze und Schnittstellen in unterschiedlichen Räumen sind auch Thema unseres heutigen Kolloquiums zu Art and Artificial Intelligence. Wir freuen uns sehr, dass Adrian Notz mit diesem aktuellen und facettenreichen Thema das erste Referat in diesem Herbstsemester übernommen hat und uns einen Einblick gibt in seine Aktivitäten als Kurator am ETH AI Center. Neben dieser Tätigkeit ist Adrian Notz Kurator der Art Encounters Biennale 2023 in Timișoara und Mentor für die kreative Strategie und Vision am European Center for Contemporary Art in Cluj. Von 2020 bis 2022 war Adrian Notz Kurator bei der Tishy Ocean Foundation und von 2012 bis 2019 künstlerischer Leiter des Cabaret Voltaire in Zürich, wo er zuvor bereits als kuratorischer Assistent und als Co-Direktor tätig war. Von 2010 bis 2015 war er Leiter der Abteilung Bildende Kunst an der Hochschule für Gestaltung in St. Gallen. Adrian Notz organisierte und kuratierte zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen, Konferenzen, Aktionen und Interventionen mit internationalen Künstlerinnen, Aktivisten und Denkerinnen am Cabaret Voltaire sowie auch international rund um den Globus. Laut Civi ist er außerdem König von Helgoland-Wargaland, NSK-Diplomat und Chevalier de la Ton de Bakunin. Das sind dann vielleicht noch interessante Gesprächsthemen für den anschließenden Apéro. Aber zunächst erfolgt nun das Referat und ich übergebe Adrian Notz das Wort und wünsche Ihnen allen ein spannendes Kolloquium. Vielen Dank, Noemi, für diese schöne Einführung. Vielleicht können wir ja nur über mein Königreich sprechen und meine Chevalier-Tätigkeiten. Vielen Dank für die Einladung von der ETH-Bibliothek hier sprechen zu können. Es ist natürlich eine Ehre für mich als Nicht-ETHler, ehemaliger Nicht-ETHler, Non-PhD-Person vor so einem distinguierten Publikum sprechen zu können. Und ich selbst bin sehr neu im Bereich AI and Art und Artificial Intelligence, habe gerade mal vor einem Jahr angefangen und wie Noemi bereits erklärt hat, habe ich mich davor 15 Jahre lang im Cabaret Voltaire mit Dada und der Avantgarde beschäftigt, der künstlerischen Avantgarde, die mir auch einen Zugang zur zeitgenössischen Kunst gewährt hat. Und ich habe da auch gesehen, dass wir einige Dinge im Bereich AI and Art in den letzten 15, 20 Jahren gemacht haben, aber oft fehlt einem das Bewusstsein, wenn man quasi eine andere Brille hat. Das heißt, dass ich mich jetzt auch ein bisschen in meine Comfortzone zurückziehen muss, in Bezug auf Dada und Avantgarde und vielleicht von dort aus auch ein bisschen beleuchten kann, wie man heute künstliche Intelligenz und Kunst, dieses Verhältnis auch verstehen könnte. Ich gehe sogar noch weiter zurück. Ich benutze gerne dieses Rhinoceros von Albrecht Dürer von 1515. Es ist in dem Sinne ein schönes, wie soll ich sagen, ein schöner Einstieg in das Thema Kunst und Wissenschaft, weil das
Der Holzschnitt hier, den Sie sehen, es gibt auch ein Exemplar davon in der Grafischen Sammlung. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schlüsselwerk davon. Es ist relativ klein. Ist ein Bild, das Albrecht Dürer gemacht hat, ohne dass er das Rhinoceros, das von Goa nach Portugal und dann nach Rom hätte reisen sollen. Es ist im Mittelmeer umgekommen, also versunken. Er hat es kreiert, ohne dass er das jemals wirklich gesehen hat. Also nur aufgrund von Beschreibungen und einigen Skizzen. Und heute könnte man, wenn man über KI und Kunst spricht, auch sagen, es ist sowas wie ein Text-to-Image-Bild von einem Künstler quasi von damals. Es ist auch spannend als Einstieg in das Thema Kunst und Wissenschaft, weil vor 500 Jahren, wie Sie alle wissen, gab es diese Trennung noch nicht. Künstler waren Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen waren Erfinderinnen und so weiter. Und dieses Bild, quasi eine künstlerische Arbeit, war später dann auch ein Teil von, heute würde man wahrscheinlich Wissenschaftskommunikation sagen. Also es ging in Bibliothek, in Lexika ein und das war quasi die wissenschaftliche Referenz auf ein Nashorn. Es stimmt fast, es ist einfach hier noch so ein Zusatzhorn. Auch wenn wir hier an die Fassade schauen, sehen wir, dass da drei sogenannte Künstler vertreten sind, Da Vinci, Michelangelo und Albrecht Dürer. Auch sie quasi ein Zeichen dafür, dass damals diese Trennung nicht gemacht wurde. Es sind alles nur Männer auf der Fassade, das kann sich vielleicht in den nächsten 500 Jahren noch ändern. Aber ja, es gibt sicher auch einige spannende weibliche Positionen. Ich beginne gerne quasi da, wo diese Trennung angefangen hat, nämlich hier auf dem Bieler See im Kanton Bern, Jura. Und zwar beziehe ich mich da auf einen Vortrag von Peter Sloterdijk, der heißt Stress und Freiheit. Und er spricht davon, wie Jean-Jacques Rousseau nach dem Mittagessen 1763 versuchte, in einem Ruderboot quasi nicht zu denken und dabei feststellte, dass es doch denkt und quasi Descartes nochmal bestätigt hat mit seinem Cogito ergo sum. Und für Rousseau war das laut Sloterdijk auch ein bisschen die Entdeckung des Subjekts, des Selbst und in dem Sinne auch des Individualismus, des Genies, Talent, der Kreativität und wahrscheinlich auch der KünstlerInnen. In Europa war das auch die Zeit der Industrialisierung, die als Reaktion auf die damit verbundene Entfremdung die Romantik auslöste. Hier das Bild von Caspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen, hängt in Winterthur. Und es löste auch quasi diese Sehnsucht nach Natur, nach der Wildnis, nach dem Indigenen als Gegenpol zu unserer modernen Zivilisation, zur Industrialisierung aus. Und es war aber auch quasi ein Versuch, Ästhetik in eine von Rationalität beherrschte Welt zurückzubringen, um das Menschliche im Gegensatz zur Maschine und zum Mechanischen wiederzugewinnen. Hier noch, weil ich eben Chevalier de la Tombe de Bakunin bin, eine Referenz auf Bakunin, auch am Bieler See, in der Nähe, dort wo Absinth erfunden wird, in Jura, wo ein großer Teil der Schweizer Uhrmacher herkommt, gab es zu der Zeit auch als Reaktion auf diese Entfremdung eine erste anarchistische Bewegung, die sogenannte Jura-Föderation. Und Michael Bakunin war einer der Urgroßväter des Anarchismus, war damals auch sogar Teil davon. Ich sage auch gerne, es wäre schön, wenn man vielleicht AI nicht als Artificial, sondern als Anarchistic Intelligence verstehen würde, was heißen könnte, dass es nicht darum geht, quasi totales Chaos, auch wenn das manchmal notwendig ist, um neuere, bessere Ordnungen zu schaffen, sondern auch um eine gegenseitige Hilfe, Mutual Aid, freiwillige Vereinigung, also Voluntary Association und auch Selbstorganisation, wie der Anthropologe David Graeber den Anarchismus gerne definiert. Bei den Anarchisten und dem anthropologischen Ansatz geht es auch sehr darum, quasi verschiedene nicht dominierende, nicht hierarchische Epistemologien
und potenzielle andere Formen von menschlicher Organisation und Intelligenzen, die jenseits dieser rationalen europäischen modernen Entfremdung liegen, zu betrachten oder in Betracht zu ziehen. Nach diesem Jahrhundert von Revolutionen auf dem Höhepunkt der zweiten Welle der Industrialisierung, als in der Wissenschaft die Entdeckung der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenphysik sowie die Freudsche psychologische dritte Kränkung der Menschheit, dass wir nicht Herr oder Frau sind, im eigenen Haus stattfanden, begann der Erste Weltkrieg mit Schlachtfeldern in Europa, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen Massenvernichtungsmaschinen wie Panzer, U-Boote, Flugzeuge, Raketen, Gasbomben und andere Millionen von Menschen töteten. Und in dem Kontext, das ist jetzt die Dada-Referenz, standen die Künstler und Künstlerinnen in Europa dem technischen Fortschritt und ihren Maschinen sehr skeptisch gegenüber. Einer der Begründer des Dadaismus, auch des Gabriel Voltaire, hier in Zürich, Hugo Ball, sagte 1915, der Krieg beruht auf einem krassen Irrtum. Man hat die Menschen mit den Maschinen verwechselt. Man sollte die Maschinen dezimieren statt die Menschen. Wenn später einmal die Maschinen selbst und allein marschieren, wird das mehr in Ordnung sein. Mit Recht wird dann alle Welt jubeln, wenn sie einander zertrümmern. Heute könnte man sagen, dass Ball vielleicht von autonomen Systemen sprach, wie wir sie auch in den DARPA-Challenges öfters sehen. Auch in Zürich während des Ersten Weltkriegs war der Zufall ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von hier zum Beispiel Hans Arp, aber auch Sophie Teuber-Arp. Arp selbst sagte, dass er den Zufall als ein Gesetz, das der gesamten Schöpfung zugrunde liegt, sieht. Es klingt ein bisschen wie die Quantentheorie und ihre Idee der Unbestimmtheit und auch ein bisschen wie die aktuellen Text-Bild-Applikationen, die wir heute verwenden. Also wenn wir etwas eingeben, ist es relativ zufällig, was rauskommt. Arp sagte damals, ich entwickelte die Klebearbeiten weiter, indem ich die Anordnung willenlos und automatisch ausführte. Ich nannte dies nach dem Gesetz des Zufalls Arbeiten. Das Gesetz des Zufalls, welches alle Gesetze in sich begreift und uns unfasslich ist, wie der Urgrund, aus dem alles Leben steigt, kann nur unter völliger Hingabe an das Unbewusste erlebt werden. Ich behauptete, wer dieses Gesetz befolgt, erschaffe reines Leben. Auf der anderen Seite des Atlantiks war die Stimmung ein bisschen anders. Dort lobten europäische KünstlerInnen wie Francis Picabia den technischen Fortschritt. Er sagte zum Beispiel, fast unmittelbar nach meiner Ankunft in Amerika wurde mir klar, dass das Genie der modernen Welt in der Maschine liegt und dass die Kunst durch die Maschine einen höchst lebendigen Ausdruck finden sollte. Die Maschine ist mehr als eine bloße Beigabe zum Leben geworden. Sie ist wirklich Teil des menschlichen Lebens, vielleicht die Seele selbst. Ich habe die Maschinerie der modernen Welt angeworben und sie in mein Atelier eingeführt. Und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wechselte die Stimmung dort auch, als man noch auf den Straßen für eine Ordnung kämpfte und Revolutionen stattfanden, schuf zum Beispiel Raoul Hausmann diesen mechanischen Kopf, Geist unserer Zeit. Und diese Arbeit wendet sich aggressiv gegen die Vorstellung vom Kopf als Sitz der Vernunft und stellt ihn als einen dar, der von der rohen äußeren Kräften durchdrungen ist. Hausmann sah den durchschnittlichen Menschen sah den Menschen mit nicht mehr Funktionen als die der Zufall an die Außenseite seines Schädels geklebt hat. Sein Gehirn bleibt leer. Heute könnte man den mechanischen Kopf nicht nur als eine Art Cyborg betrachten, sondern auch als einer, der mit sogenannten BCI, also Brain-Computer-Interface-Geräten, ausgestattet ist, welche uns demnächst auch den Zugang zu Augmented Reality im Metaverse bieten werden. Die Berliner Dadaisten waren sowohl utopisch als auch entfremdet. Sie sahen sich selbst als moderne Automaten und fingen an, sich die Idee der Maschine zu eigen zu machen, wie ihre amerikanischen und russischen Kollegen auch.
Ähnlich wie Sie oder ähnlich wie heute hoffte man auf den technischen Fortschritt, der in einem Sprung nach vorne viele menschliche Probleme lösen sollte. In Berlin tötete man die Kunst und begann, die Maschinenkunst Tatlins zu feiern. Eine neue oder eigentlich alte Art der Repräsentation wurde wieder geschaffen. Die Künstlerinnen wurden nicht mehr nur als Künstlerinnen gesehen, sondern auch als prophetische Ingenieurinnen, die die Zukunft der Menschheit gestalten würden. In Hanna Höchs Arbeit Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauch-Kulturepoche, welche sie 1919 schuf, als in Deutschland über das Frauenstimmrecht abgestimmt wurde, kann man erkennen, welche Art prophetische Ingenieurinnen die Künstlerinnen von damals sein sollten. Nicht nur der technologische Fortschritt, hier metaphorisch mit Zahnrädern und Kugellagern dargestellt, sondern auch die Frauen waren dynamisch in Bewegung und tanzen, um die Bierbäuche der Weimarer Politiker aufzuschneiden und so die trägen patriarchalischen Strukturen aufzulösen und in Schwung zu versetzen. Heute, da eine der wichtigsten neuen Technologien entwickelt wird, sind wir mit ähnlichen utopischen und dystopischen Ansichten über KI konfrontiert. Nicht nur in der Kunst, sondern auch in der öffentlichen Meinung gibt es entweder die Lösung, dass KI alle unsere Probleme lösen wird, oder auch, dass KI oder AI uns alle umbringen wird. Und andererseits ist in der Forschung und Entwicklung selbst unter Informatikerinnen, Mathematikerinnen, Ingenieurinnen die natürliche Sprache sehr technisch, nahe an Computational Language und für Außenstehende wie mich schwer zu verstehen. Aktuell wird an der ETH selbst KI in allen 16 Departementen eingesetzt, von Architektur über Geowissenschaften, Biologie, Gesundheitswissenschaften bis zu Umweltsystemen und Chemie. Und deshalb wurde auch vor ziemlich genau 2 Jahren das AI Center gegründet, als Kompetenzzentrum für diese Technologie, aber auch um die Kluft zwischen den verschiedenen Disziplinen, zwischen den verschiedenen Ebenen des Diskurses über KI zu überbrücken. Derzeit sind mehr als 120 Fakultäten an das AI Center angeschlossen und dazu kommen mehr als 200 Postdoc-Forscherinnen und über 1400 Doktorierende. Das Zentrum selbst beherbergt 40 Fellows und ist auch in der Vermittlung von Wissenschaft gegenüber Startups, Entrepreneurship, Industrie und Unternehmen tätig. Das AI Center hat ein Mission Statement, eine Mission, die den Weg zu einer vertrauenswürdigen, zugänglichen und integrativen künstlichen Intelligenz zum Nutzen der Gesellschaft ebnen soll. Zugänglich und integrativ bedeutet, dass KI-Technologien und Anwendungen nicht nur verständlich und interpretierbar sein sollen, sondern auch einfach zu nutzen und das bei möglicherweise oder hoffentlich geringen Kosten. In diesem Sinne geht es, wie ich bei unseren Kolleginnen und den AI-Center-Fakultäten sehe, nicht so sehr um Wettbewerb, sondern vielmehr um Zusammenarbeit. Und der Begriff Trustworthy AI befasst sich mit der Frage, ob KI-Anwendungen robust, rechtmäßig, also lawful und ethisch vertretbar sind. Eine Trustworthy AI-Forschung folgt daher 4 ethischen Prinzipien, die Sie hier sehen, die erst vor 3 Jahren von einer Expertengruppe für künstliche Intelligenz der EU-Kommission in ihren Ethics Guidelines for Trustworthy AI aufgestellt wurden. Sie sind auf Deutsch Achtung der menschlichen Autonomie, Verhinderung von Schäden, Fairness und Erklärbarkeit. So arbeiten Forscherinnen und Ingenieurinnen derzeit stark daran, an der Frage, wie abstrakte, fast philosophische und ethische Begriffe wie individuelle Rechte, Fairness, Robustness oder Robustheit, Vertrauen, Trustworthiness, Kausalität, Bias, Normen, Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit Teil von KI-Programmierungen werden können. Es gibt dabei auch künstlerische und ästhetische Begriffe wie Intuition, Improvisation, Wahrnehmung, Vorstellungskraft, Kreativität oder auch psychologische Begriffe wie Halluzinationen oder Träume und andere, die aus der natürlichen Sprache in die
Computational Language versucht werden zu übersetzen. Und die Art und Weise, wie sie interpretiert werden, also wie man zum Beispiel Improvisation versteht, sagt viel darüber aus, wie auch wir selbst als Menschen uns verstehen. Und natürlich wehren sich Schauspieler gerne dagegen, das geht doch nicht, man kann nicht Improvisation programmieren, aber wenn man es runterbricht, ist es nicht so eine komplexe Angelegenheit. Im AI Center wollen wir die Beziehung zwischen Mensch und Maschine verändern, wie es in einem Paper zur Collaborative AI heißt. Es geht darum, weg von der Konkurrenz zwischen den beiden hin zu einer kollaborativen KI zu kommen. Der Turing-Test oder diese Mensch-gegen-Maschine-Wettbewerbe in Spielen, die bekannten Robotic-Challenges der DARPA, sie alle haben eines gemeinsam. Sie zielen darauf, dass Maschinen entweder den Menschen übertreffen oder autonom reale Aufgaben ohne menschliches Zutun lösen. Das AI Center schlägt daher vor, die KI nicht auf Spitzenleistungen bei bestimmten Aufgaben zu optimieren, sondern sich auf die Suche nach optimalen Synergien zwischen den Fähigkeiten von Menschen und KI zu konzentrieren. Eine Welt, in der Maschinen seamlessly, also nahtlos, mit uns als unsere Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten. Was natürlich dann auch andere Fragen aufwerfen kann. Um diesen Weg zu einer vertrauenswürdigen, kollaborativen AI zu ebnen, hat das AI Center vor einem Jahr die AI Art Initiative gestartet. Heutzutage wird AI im Allgemeinen mit KI-generierten Bildern wie DALL-E, GANs, Deepfake-Videos oder Style-Transfer-Anwendungen in Verbindung gebracht. In Verbindung zum aktuellen NFT-Hype führt dies auch zu dem Punkt, an dem fast jede Art von Bildmaterial plötzlich ein Kunstwerk und Kunst ist. Auch im Zusammenhang mit anderen aktuellen Buzzwords, dem Metaverse, bei dem wir uns hauptsächlich auf AR und VR beziehen, ist Kunst im Sinne der Schaffung dieser Welten sehr prominent und gefragt. Und auch im Bereich von NLP, also von Natural Language Processing, mit berühmten Programmen wie GPT-3 ist die Kunst präsent, zum Beispiel, wie bereits erwähnt, im Theater mit Improvisation, also wo man quasi mit Chatbots Theater machen will. Indem wir Kunst und Künstlerinnen in den Kontext des AI Centers bringen, verstehen wir Kunst in erster Linie auch als eine Art kritische Rückkopplung von der Gesellschaft zur Wissenschaft. Das ist hier in diesem Diagramm von, hat mein Chef Alex von Netflix heruntergeladen. Das ist ein Bericht über das MIT Media Lab, wo man quasi den Kreislauf aus Wissenschaft zu Engineering, Design, Art mit Kunst zu schließen versucht. Wir haben uns quasi vier Ziele vor Augen gesetzt Das eine ist, dass man das Thema Critical Thinking und Ethik, das Nachdenken über ethische Fragen bei der Entwicklung und Nutzung von KI fördert. Wir haben in Bezug auf die Eingabedaten, also auf die Daten, die genutzt werden, die für das Training von KI verwendet werden, aber auch in Bezug auf die Art und Weise, wie KI sich auf die Reise des Lifelong Learnings begibt, ist es auch wichtig, das Wissen zu diversifizieren. Das heißt, verschiedene Epistemologien zu betrachten, die nicht hauptsächlich rational oder westlich oder kommerziell sind, und auch verschiedene Arten von Intelligenz und Denkweisen in diese einzubetten. In einer eher praktischen Hinsicht kann die Kunst natürlich auch neue Fragen zu einem Problem aufwerfen und andere Perspektiven auf bestimmte Forschungen eröffnen und so einen ganzheitlichen Ansatz, zu einem ganzheitlichen Ansatz beitragen. Und die Geschichte hat auch gezeigt, dass Kunst oft auch in Form von Science Fiction Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen inspirieren kann und auch Visionen und Fiktionen für und von der Zukunft präsentiert und schafft. Wir können zum Beispiel kunsthistorisch fragen, warum DALL-E wie der berühmteste surrealistische Maler Salvador Dalí klingt und inwiefern DALL-E ein eigentlich surrealistisches Programm ist. Für diese AI und Art-Initiative haben wir drei Tätigkeitsfelder.
entwickelt, in denen wir nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, Outreach und Vermittlung und Kommunikation für wissenschaftliche Forschung betreiben, sondern auch zum Teil Use- und Test-Cases bieten können. Der erste Bereich, den nennen wir AI and Art Conversations. Mit diesen Conversations in Form von Laborbesuchen und öffentlichen Vorträgen wollen wir den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft fördern, indem wir Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Kuratorinnen, Aktivistinnen, Ingenieurinnen und kritische Denkerinnen zum Austausch ihrer Ideen und Praktiken und Werke zusammenbringen. Die Bedeutung des Dialogs und von Conversations geht auf den bereits erwähnten Anthropologen David Graeber zurück, der sagte, die Neurowissenschaft hat gezeigt, dass wirkliches Denken fast ausschließlich dialogisch ist. Kognitionswissenschaftler machen deutlich, dass das, was man das Fenster des Bewusstseins nennt, selten und kurz ist. Im Durchschnitt sind es vielleicht 7 Sekunden. Aber wenn man wirklich interessiert und engagiert ist, kann man es stundenlang aufrechterhalten. Das hat tiefgreifende Auswirkungen, auch wenn wir uns das nur selten bewusst machen. Die meisten selbstbewussten Gedanken finden genau in dem Moment statt, in dem die Grenzen des Selbst am wenigsten klar sind. Und so hoffen wir, dass wir nicht nur in direkten Gesprächen die Denkweisen derjenigen ändern, die an einem Gespräch beteiligt sind, sondern auch das Publikum, das den Gesprächen von zwischen Kunst und Wissenschaft zuhört. Eine weitere Möglichkeit, an der wir arbeiten, wo wir auch schon Seminare angeboten haben, sind transdisziplinäre Gespräche und Kooperationen zwischen verschiedenen Universitäten. Also hier zum Beispiel ein Seminar, das wir zusammen mit der ZHDK und dem Informatikdepartement gemacht haben zur Frage, what kind of AI do we want? Wir arbeiten auch gerade mit der Universität Luzern zusammen, wo wir auch Seminar anbieten wollen zur Frage nach AI, Ethics, Art and Entrepreneurship. Und so wollen wir nicht nur in Form von den Studierenden, aber auch von Gastdozierenden diese transdisziplinäre Ansätze stärken, indem wir auch Künstlerinnen, Aktivistinnen und Ethikerinnen einladen. Die direktesten Gespräche aber, und das wissen Sie alle selbst, finden dann statt, wenn man direkt zusammenarbeiten kann, also wenn Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen in gemeinsame Projekte zusammenarbeiten. Und hier besteht für uns eigentlich die größte Herausforderung darin, die richtigen Partnerinnen zu finden und sicherzustellen, dass der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Kollaborative KI-Systeme und die Herausforderung bei ihrer Entwicklung lassen sich in 2 große Bereiche unterteilen. Der erste umfasst autonome Systeme, die in der physischen Welt agieren. Grob gesagt, jede Art von Roboter. Die zweite besteht aus informationellen und virtuellen Systemen, die menschliche Entscheidungs- und Kreativprozesse unterstützen. Wir erkunden derzeit mit 3 Projekten im ersten Bereich der Robotik und der Schnittstelle von Mensch und Maschine und mit 3 Projekten im Bereich der Informationssysteme, der Entscheidungsfindung und der kreativen Prozesse, wie diese kollaborative KI funktionieren könnte. Ein Projekt ist hier mit Aparna Rao und Sören Pors. Das sind 2 KünstlerInnen, die bereits seit fast 10 Jahren an der ETH sind. Sie sind Autonomous Systems Lab von Roland Sigwart untergebracht und haben dort während diesen 10 Jahren zusammen mit IngenieurInnen Kunstwerke entwickelt, wie hier zum Beispiel diese Walking Canvases, also Leinwände, die gehen können. Ihre Idee ist es quasi, Lifelike Motion herzustellen, also quasi mit Robotern Bewegungen zu schaffen, die so lebendig wie möglich aussehen, was oft ein bisschen in eine Karikatur von Bewegung quasi führt. Aktuell ist auch am Collegium Helveticum diese Künstlerin Liat Graeber da. Sie arbeitet auch mit Robotern. Sie versucht, um es sehr einfach zu sagen, Robotern Malen beizubringen, aber eigentlich vor allem Roboter auch als ein Malinstrument zu benutzen, also
zu erforschen und zu erkunden, wie man das Medium der Malerei, hier auch der Tuschmalerei, mit Robotern weitertreiben kann, im Sinne von, dass zum Beispiel eine gleiche Bewegung, die ständig wiederholt wird, natürlich jedes Mal anders aussieht, weil der Pinsel oder die Farbe sich anders auftragen lässt. Und aktuell im Collegium Helveticum, auch in Zusammenarbeit mit dem AI Center, will sie auch versuchen, hier noch, das ist jetzt alles ohne KI, dass sie noch mit KI-Applikationen arbeiten kann. Ein Projekt, das noch in der Ideenphase ist, das ist zusammen mit einer Gruppe von Physikern in Tübingen, Lunar Ring, und einem kenianischen Choreografen, ist quasi die Interaktion zwischen Tänzerinnen und Tänzer mit den, ich sage jetzt einfach mal, Medien, also mit Video, Audio, Licht und so weiter, besser zu machen, im Sinne von, dass sich auch eine Tänzerin oder ein Tänzer von den Medien in der Improvisation weitertreiben lassen kann. Und im Bereich von Entscheidungsfindung oder Informationsprozessen, Informationssystemen und kreativen Prozessen haben wir hier mit meiner Kollegin am AI Center, Nora Al-Badri, ein Projekt gestartet im Anfangsjahr, dass ein Deepfake-Video erstellt werden soll. Nora selbst arbeitet oft mit Themen von kolonialem Erbe, postkoloniale und Dekolonialisierungsthemen. Und in diesem Deepfake-Projekt, hier ist ein Projekt, das sie an der EPFL gemacht hat mit Garn. In dem Deepfake-Projekt geht es darum, quasi Direktoren und Direktorinnen von, sind alles nur Männer, Direktoren von großen Museen, die sehr viel postkoloniale Kunstwerke oder koloniale Kunstwerke da haben, dass man ihnen quasi die Stimme von Aktivisten und Aktivistinnen, von Denkerinnen und Denkern in den Mund legt, quasi, dass sie so das erzählen, was sie eigentlich gerne hören würden von diesen Institutionen. Dann gibt es auch ein bisschen abstruse Projekte, hier mit einem mexikanischen Künstler, Antonio Vega Macotela. Er versucht zusammen mit zwei Programmierern, dass so ein bisschen diese frühen Schriften, quasi diese frühe Form von einer Art logischen Sprache oder Computational Language zu entziffern. Einfach gesagt, das ist ein bisschen in diese Richtung des Da Vinci Codes, also quasi zu schauen, was sind, welche Referenzen auf Astronomie und Mathematik sind in frühe christliche, jüdische Texte eingeschrieben und wie kann man daraus quasi einen Code entwickeln, der zum spielerischen Ziel hat, eine Art Prophezeiungs-App zu entwickeln. Und als letztes Projekt, das Projekt, das wir mit der ETH-Bibliothek selbst zusammen haben, das ist jetzt wieder in Bezug auf David Graeber, den ich schon zweimal erwähnt habe. Und zwar geht es hier darum, David Graeber ist 2020 gestorben. Er war, wie erwähnt, ein Anthropologe, der auch einige bekannte Bücher veröffentlicht hat, wie jetzt kürzlich erschienen The Dawn of Everything, A New History of Humanity, oder auch Debt, The First 5000 Years, oder auch bekannter ist Bullshit Jobs, A Theory of Humanity. A Theory. Und Graeber hat sich als Anthropologe immer wieder in sozialen Bewegungen engagiert. Er war zum Beispiel bei den ersten Treffen der Gründung von Occupy Wall Street dabei. Er hat quasi den Slogan We are the 99% mitgeprägt, in dem, glaube ich, von ihm the 99% kam. Und mit der ETH-Bibliothek und mit dem David Graeber Institute und seiner Witwe Nika Dubrowski versuchen wir jetzt, das Archiv von David Graeber aufzuarbeiten und daraus quasi eine Open Research Database Projekt zu entwickeln, Open Research Data Projekt zu entwickeln, wo wir dann im Prinzip diese Community um David Graeber, die aus Akademikerinnen, aus Aktivistinnen, aus Künstlerinnen besteht, weiterhin quasi den Zugang zum Archiv ermöglichen können. All das, diese Erkundungen, Zusammenarbeiten mit Künstlerinnen im Kontext des AI Centers und der ETH selbst, dienen dazu, quasi explorativ zu eruieren,
wie das Interesse von Seiten ETH-Forschenden und Lehrenden und Studierenden ist und wie auch die Bedürfnisse von Seiten Künstlerinnen und Forschenden sind und welches Potenzial das Zusammenbringen von Kunst und Wissenschaft haben kann. Also wir sind seit einem Jahr quasi dran, das ein bisschen auszuerkunden. Und aus diesen Erkenntnissen heraus arbeiten wir nun daran, sobald wie möglich auch Kunst und kritisches Denken in Form von AI Ethics und Art PhD Fellowships am AI Center zu verankern, sodass in einigen der 16 Departementen und 120 Fakultäten auch der eine oder die andere Künstlerin oder Ethikerin an Forschungsfragen im Bereich KI arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Referat und das Beleuchten dieser vielfältigsten Beziehungen zwischen Mensch, Maschine, Kunst, Technologie und Wissenschaft. Es ist unglaublich spannend, auch im Umfeld der ETH. Und wir würden jetzt zum nächsten Programmpunkt des Kolloquiums kommen, der Diskussion, die ich gerne eröffnen würde. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können sich daran via Chat beteiligen. Mein Co-Moderator Remo Grenacher wird die Fragen dem Referenten vorlesen. Aber zunächst die Frage an das Publikum vor Ort. Gibt es bereits jemand, der eine Frage stellen möchte? Dann nutze sonst ich die Gelegenheit. Du hast sehr vielfältige Projekte vorgestellt, in denen ganz unterschiedlich mit dieser Thematik umgegangen ist. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, bei diesem Beispiel von Liat Graver mit diesem malenden Roboter, was ist denn jetzt dieser Roboter eigentlich? Oder weiter gefragt, was ist die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Kunst? Also du hast gesagt, es kann ein Gegenstand der Auseinandersetzung sein, aber sie kann ja auch ein Tool sein für Kunstschaffende oder kann sie auch selber Künstlerin oder Künstler sein und könnte sogar die künstliche Intelligenz Künstlerinnen ersetzen. Okay, ja, das waren jetzt ein paar Fragen in einer versteckt. also bei Liat ist im Moment arbeitet sie noch nicht mit KI. Sie arbeitet seit ein paar Jahren bereits in Konstanz an der Universität mit Robotern. Jetzt konnte sie Kontakt aufnehmen mit Gramazio Koller hier an der ETH und auch mit einigen unserer Fellows, die im Bereich Robotik arbeiten. Und für sie geht es, sie würde KI eigentlich vor allem dazu nutzen, um quasi wie einen größeren Datensatz von Scripture, also von Schrift und Zeichen erforschen zu können, mit dem sie dann quasi den Roboter füttern kann und andererseits natürlich auch im Bereich von Computer Vision, also wie damit der oder die Roboter sieht, was gemalt wird, also quasi, dass es wie interaktiver werden kann. Ich glaube, dass grundsätzlich kann man KI als ein Tool verstehen, als ein Instrument, also das halt wie sehr spezifisch eingesetzt wird. Es gibt natürlich bei einigen Künstlerinnen, wie zum Beispiel bei Nora mit ihrem Projekt, wird natürlich in dem Sinne auch das Instrument oder das Tool thematisiert. Also wenn man quasi ein Deepfake-Video macht von, wie sie sagen würde, von einer Institution, die auch eine geklaute Identität hat aufgrund der Kunstwerke oder der Artefakte, die da sind, dann versucht man auch quasi das Medium von KI als Message zu benutzen. Und vielleicht die dritte Frage oder die vierte oder fünfte Frage in Bezug, also was ich spannend finde, ist die gerade mit diesen bildgenerierenden Applikationen ist, dass sehr oft die Frage aufkommt, ob dann quasi Kunst und Künstlerinnen abgeschafft werden durch KI und durch AI. Also, ja. Und
das ist, oder da finde ich eigentlich den Gegensatz von, ich sage es mal, Künstlerinnen und Künstler werden oft mit dem Begriff Kreativität verbunden. Und im Prinzip müssen wir ja heute alle kreativ sein. Das ist quasi das Dispositiv, dem wir folgen. Aber wenn wir bei AI sprechen wir immer von generativen Prozessen. Ich finde diese Begriffsklärung zwischen Kreativität und in dem Sinne Generativität interessant und spannend. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass man vielleicht nicht mehr kreativ sein muss, sondern einfach nur generativ sein kann, quasi. Und jetzt gab es ja, glaube ich, in den USA oder in England diese juristische Regelung, dass KI-generierte Bilder quasi ohne Copyright sind, was natürlich dann in dem Sinne für die Künstler auch eine Gefahr ist, weil mit dem Copyright auch die Autorschaft verbunden ist. Und so sind quasi, ich sage jetzt mal, die Künstlerinnen unter Bedrängnis, weil sie halt quasi nicht mehr Autorinnen sein könnten. Was spannend ist, weil viele Künstlerinnen natürlich auch so ein bisschen aktivistisch unterwegs sind und gerne Copyleft propagieren wollen, aber wenn es dann ums eigene Copyright geht, um die Autorschaft, wird es dann wieder schwieriger. Das sind sehr spannende Diskussionen, die jetzt auch hier zum Beispiel im GES habe ich mit einer PhD-Forscherin gesprochen, die genau über diese Copyright-Frage recherchiert und forscht. Okay. Ist das auch abgedeckt durch diese ethischen Prinzipien, solche Fragestellungen? Also das spezifisch ist natürlich jetzt eine Frage der gesetzlichen Regelung pro Land. Also okay. Ich glaube, in den USA und in England ist es klarer geregelt. Hier in der Schweiz hat man noch keine juristische Regelung dafür. Aber ein Teil der Trustworthiness heißt, ist natürlich auch lawful, also es soll irgendwie dem Gesetz entsprechen. Aber viele Fragen jetzt in diesem spezifischen Fall, die haben noch keine rechtliche Grundlage in dem Sinn. Okay. Remo, gibt es Fragen? Es gibt eine Frage von einer Kollegin und die bezieht sich auf das Zusammenspiel bei der kollaborativen AI. Und zwar ist da die Frage, in welcher Rolle sehen sich die beteiligten Partner? Also gibt es da Überschneidungen? Fühlen sich Informatikerinnen als Künstlerinnen und umgekehrt? Das wäre natürlich toll, weil Künstlerin oder Künstler ist ja kein geschützter Begriff. Also in dem Sinne muss man es nur von sich selbst behaupten und dann ist man Künstler, Künstlerin. Ich glaube, es sind unterschiedliche Verhältnisse. Also einerseits ist es, wie zum Beispiel bei Aparna Rao und ihrem Projekt, ist es ein Austausch, der auf einer technischen Ebene funktioniert, also wo man quasi zusammen technische Fragen versucht zu lösen. Da ist es quasi lösungsorientiert. Bei Nora ist die Zusammenarbeit, ist eine Masterstudierende, ein PhD-Studierende und ein Postdoc-Researcher, wo dann interessante Fragestellungen genau auf diese rechtliche Situation aufkommen. Also wenn man ein Deepfake macht, ist ja auch Persönlichkeitsrecht ein Thema. Und da ist es in dem Sinne wie eine Art Zusammenarbeit. Aber ich glaube nicht, dass jetzt diese Informatikerinnen sich selbst schon als Künstlerin sehen wollen. Ich mache gerade ein Projekt, mache so eine Umfrage in der ETH unter den Wissenschaftlerinnen, ob sie quasi Wissenschaftskunstwerke haben. Und da ist es spannend zu sehen, was kommt. Das hat natürlich sehr vieles sind eigentlich, das Kunstverständnis wäre in dem Sinne, sehr vieles sind Bilder. Und sehr viel kommt aus den Life Science Departementen, also sehr viele ästhetische Bilder, die quasi zugeschickt werden. Und das, ja, aber ich glaube nicht, dass man die Wissenschaftlerinnen schon hat. Vielleicht kann man mit der künstlerischen Freiheit auch die wissenschaftliche Freiheit, wie soll ich sagen, gegenüberstellen, dass man quasi dieses spielerische Moment in beiden Bereichen nutzen kann. Okay.
Merci. Ich habe nur eine Frage zum Virtual Reality. Sie haben das nur erwähnt, Augmented Reality, Virtual Reality. Alle parallele Realitäten zu unserer physischen Realität, würde ich sagen. Inwieweit arbeiten Sie mit solchen Technologien am ETH AI Center? Wenn Sie ein paar Beispiele oder vielleicht kurz noch. Also jetzt in unserem Bereich von AI and Art nicht, gar nicht oder noch nicht. Und soweit ich das, es sind aktuell 43 Fellows bei uns, deshalb ist es für mich relativ schwierig, einen Überblick zu haben. Also sehr vieles ist eher im Bereich von Medizin und in der dortigen Forschung, also Bildanalyse und Computer Vision und so. Aber ich habe jetzt von niemandem im Bereich von VR irgendwelche Forschung oder Arbeiten gesehen. Es gibt viel, wie gesagt, im Bereich Computer Vision oder quasi ein Fellow arbeitet daran, quasi sozusagen Objekte zu identifizieren über den Computer. Aber ja, das ist vielleicht dann eher AR als VR. Ja, es hat sich noch eine eher pragmatische Frage aufgetan. Wird es möglich sein, dass wir diese Art der Kunst noch in 100 Jahren sehen können? Diese Art der Kunst? Ja. Ja, also das ist ein bisschen die Frage, was diese Art der Kunst ist. Also ich glaube, AI ist eigentlich wie einfach ein neues Medium, wie Fotografie oder Video und so weiter. Und ich denke, dass das aktuell ist es wie so, es ist, wenn man es vergleicht mit der Entwicklung der Fotografie oder von Video im Bereich der Kunst, ist es am Anfang einerseits so ein Hype, ein technischer Hype, aber man von der Kunstseite her kommt dann oft so ein bisschen eine Haltung von, ah, das ist nicht wirklich Kunst, das ist schlechte Kunst und so weiter. Und die Fotografie hat es quasi innerhalb der letzten 100, 150 Jahre jetzt doch geschafft, zu sogenannter High Art zu werden. Es gibt so diese Unterscheidung zwischen Low Art und High Art. Und das ist, glaube ich, hier sehr ähnlich, wie man jetzt sieht, was alles mit solchen Mid-Journey oder Stable Diffusion und DALL-E generiert wird. Das ist erstmal eine lustige Spielerei. Es ist so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, alles Bildmaterial ist jetzt Kunst. Alles, was digital als Bild hergestellt wird, ist Kunst. Und wahrscheinlich wird sich das einfach noch entwickeln und auch High Art werden. Aber ob es in 100 Jahren noch Kunst gibt, ist eine... Ja, es gibt dazu noch eine kleine Folgefrage natürlich, die das quasi wieder ein bisschen in unserem Metier bringt. Also sie fragt, können Archive und Bibliotheken da vielleicht einen Beitrag leisten, zum Beispiel für Werke, die auf Interaktion mit Algorithmen basieren? Da müsste man die Bibliotheksmitarbeiterinnen fragen. Das ist natürlich, also ich kann es nur in Bezug auf andere Medien sagen, wie zum Beispiel Video oder Videoarbeiten. Es ist sehr schwer für jetzt Museen, das zu konservieren, weil halt die Medien ständig wechseln. Also wenn wir jetzt nur 10, 15 Jahre zurückgehen, als es noch CDs gab, heute gibt es keinen Eingang mehr für CD-Laufwerke. Und solche, das sind eher so technische Fragestellungen, die halt wahrscheinlich auch jetzt in Bezug auf diese neue Form von Medium problematisch werden. Aber 100 Jahre ist ein bisschen ein großer Horizont. Hast du den Eindruck, dass der Kunstbegriff sich durch, also einerseits die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz und andererseits durch Anwendung, also durch Integration verändert oder verändern wird? Oder ist das eine Fortschreibung dieser Linie, die du in deinem Referat aufgezeigt hast, in diesem Spannungsfeld von Mensch-Maschine und dem Nachdenken darüber? Oder kommt da eine neue Komponente durch diese neuen Technologien hinzu? Das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich kann man sagen, das Thema, sagen wir jetzt mal Mensch und Maschine, ist, das war ein bisschen meine Intention, zu zeigen, dass es ja etwas ist, das uns schon länger beschäftigt in der Kunst. Und
es wird natürlich mit AI kommen quasi neue Formen und Ästhetiken auf, die jetzt auch Künstler und Künstlerinnen nutzen. Also das heißt, es wird sich wahrscheinlich auf einer ästhetischen Ebene, aber auch auf einer konzeptionellen Ebene einiges ändern. Also es gibt wie so eine zusätzliche Dimension. Aber ob das jetzt grundsätzlich die Kunst ändern wird, ist, glaube ich, eine ganz andere Frage. Oder dass die Kunst schon so oft als tot erklärt wurde oder quasi eine totale Revolution erlebt, ist eigentlich schon fast Bestandteil der Kunst. Das ist, ja. Also es ist eigentlich immer wieder, gibt es so diese Wellenbewegungen. Ich glaube, was ich spannend finde an KI und Kunst ist, dass es quasi nicht nur diese wissenschaftlichen und technologischen Fragen aufwirft, sondern dass es auch so, also alleine das, dadurch, dass ich hier spreche oder am AI Center angestellt bin mit einem Kunstprogramm, zeigt auch auf, dass es wie so eine Art, dass AI zu neuen Ansätzen führt oder zu Durchlässigkeiten, die vielleicht vorher nicht da waren. Und das finde ich spannend in Bezug auf quasi auf Blick auf die Gesellschaft und auf den Diskurs, der über KI geführt werden kann, dass das wie so, das ist wie so eine Art Joker-Funktion, welche KI aktuell hat. Und natürlich wird es hoffentlich bald kein AI-Center mehr brauchen, in vielleicht 20 Jahren, weil es dann so absurd ist, wie wenn man jetzt ein Computercenter hätte, wo alle, die etwas mit Computer machen, versammelt wären. Das ist, glaube ich, gerade wie so ein, ja, eine spannende Dynamik, welche diese Technologie in verschiedene gesellschaftliche Bereiche hineinbringt. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Oder im Chat nicht mehr? Dann mache ich. Du hast die Fassade der ETH erwähnt und wenn jetzt sich die ETH entschließen würde, diese bemalte Fassade zu erweitern, was wäre dein Vorschlag, welche Künstlerinnen und Künstler aufgenommen werden müssten, die jetzt für die Wissenschaft jetzt in unserer Zeit, sag jetzt mal, wie soll ich sagen, inspirieren oder selber diese Verflechtung von Wissenschaft und Kunst pflegen? Ja, Bipilotirist. Ne? Nein, es ist natürlich schwierig, weil das an der Fassade sprechen wir über einen Referenzraum von 500 Jahren. Also man müsste schauen, wie Künstlerinnen in den letzten 100 Jahren zur Wissenschaft beigetragen haben. Und da bin ich jetzt selbst noch nicht versiert genug. Okay. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn eine Frau oder vielleicht gleich viele Frauen wie Männer an der Fassade wären. Und vielleicht, wenn es so weitergeht, gibt es vielleicht diese Unterscheidung auch nicht mehr. Also vielleicht gehen wir wieder zurück zu, wo alle Wissenschaftlerinnen auch Künstlerinnen sind oder Entrepreneurs oder was auch immer. Okay. Wenn es keine Fragen mehr gibt. Es müssen Fragen kommen, weil es heißt Kolloquium. Wir können natürlich auch beim Apéro weitersprechen. Ja, der steht gerne. Schon bereit. ich bedanke mich sehr. Ich fand es unglaublich spannend. ich danke allen Anwesenden für die Teilnahme zu Hause und vor Ort. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch gerne auf unser nächstes Kolloquium am 24. Oktober aufmerksam machen. Dann haben wir das Thema produktives Scheitern. Manu Kapoor von der ETH wird uns seine Forschung zu diesem Thema vorstellen und die Auswirkungen auf Lernumgebungen, auf Innovation und Kreativität, also des produktiven Scheiterns.
ich glaube, das wird auch wieder sehr spannend werden und ich würde mich freuen, Sie alle wieder dort zu sehen. Dann wünsche ich den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause einen schönen Abend und Sie alle hier sind eben herzlich zum Apéro eingeladen. Vielen Dank.